Willkommen zurück zu Let's Play Kammerjäger South Park. Beziehungsweise, ja, The Stick of Truth. Und wir werden uns jetzt hier mal, wie aufgetragen von Skeeter, als Kammerjäger. Was zum Geier? Okay, suche ich euch jemand anderen. Was zur Hölle? Wow. Ich glaube, das sind keine. Was zur Hölle? Was ist gerade passiert? Ja, es wurde angewidert. Super. Das ist ja voll assi. Sind auch nicht gegen irgendwas gegen irgendwas anfällig oder sonst was. Naja. Tja, meins. Aber das nimmt mal eben jetzt. Was haben zur Heilung? Sich zu heilen. Zwei. Und Mann. Jetzt wird's aber Zeit. Ich bin gespannt, ob ich mit der auch das durchziehen kann. Oh. Ach verdammt. Vor lauter erstaunt sein, habe ich jetzt vergessen, S zu drücken. Aber das hat doch auch noch hier was. Und los geht's, Butters. Huch. Entschuldigung. Gut. Haben wir noch mehr? Leider Gottes. Oh Mann. Zwei von den Dicken. Ich hab noch gegen nichts irgendwie. Oh Mann, ey. Mach ich erstmal die kleine platt. Aber das kann mit seinem Blitzen hoffentlich einige Schaden anrichten. Ja, das geht doch ganz gut. Huch. Die ist direkt verdampft. Pef. Ich nehme auch alles mit. Au. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Warum? Jetzt muss ich nicht nochmal alle. Och komm. Das kann doch nicht angehen. Das ist mir noch nie passiert. Ach Mann, ey. So. So. Jetzt zerbat das nochmal, was er kann. Super gemacht, Butters. So, wie komme ich denn jetzt hier? Komm ich hier überhaupt? Oh, Douchebag, we aren't really being good teammates here. Can we get back to the quest? Ja, ich bin da nur.
da hinten. Zu der Kiste da. Immerhin ist ein Wiederbelebungstaco drin. Alter, der drückt ganz schön rein. Pef. Gnade ist ausverkauft. Da. We're gonna send you straight to heck. Mit dem Bogen mache ich die hier vorne platt. Alter, ist das krass. Ich hatte den Bogen früher immer unterschätzt irgendwie. So langsam habe ich echt den, versteht ihr, Bogen raus. Weil wegen Bogen, ne? Bogen raus. Dann nicht. Trockenes Publikum. Peng. So. Boah, hey! Jetzt habe ich, glaube ich, alle erledigt. Dann gehen wir mal zur Skeeter zurück. Damn if you ain't a noble knight after all. Alright, kid, here you go. Dartpfeile. Drüben sind schon Pokémon. Blumentopf Famos. Wie auch immer. Das ist doch Kay's Dad. Wie komme ich denn zu dem hin? Ah, so. I hit it a little hard at the bar this morning. Thanks for waking me up, kid. You on Facebook? Hey, nice. Hey. So. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen zurück und dem Wachmann zeigen, dass wir voll toll sind. Aber die mache ich schon mal fertig. Well, here we go again. Das können die da schönes. Schwach gegen Feuer. Soll mir recht sein. Und jetzt spart das dran. Das muss wehtun. Peng! Achso, looten sollte ich dir auch, ne? Shouldn't you be in school? Was? Wow! Piss dich! So. Kein Weg zu weit, nicht für mich. Da ist er wieder.
Jetzt muss ich erstmal die Gasmaske anlegen. Die sieht ja voll toll aus. So. Sir. What the fuck? Oh no! Ah shit, when are we gonna catch a break? Ich sehe irgendwie verdammt heftig aus mit diesen mit dieser Gasmaske. Schwach gegen gar nichts. Na gut. Fangen wir mal an, dass wir ihn brennen lassen. Hättest du gedacht. Und ich will ihm in die Nüsse treten. Ach, immerhin. Ich krieg das irgendwie nicht auf die Reihe mit den Nüssen. Ach komm, ich dachte, das reicht doch. So. Billys Knüppel. Mal sehen, was kann der? Vermindert die Abwehr des Ziels bei perfekten Angriffen. Finde ich auch den Knüppel hier geiler. Sollte ich erstmal wieder. Bringt blutende Feinde. Die hatte ich an. Na dann. Wohl an. Rekrutiere Token. Von der Wiederbelebungszeit kann man nie genug haben. Blöde Vögel. Solange es keine Katzen sind. Ach. Klosterbrudermütze. Gleich mal gucken, was die kann. Im Weihwasser getaucht, als niemand hingeschaut hat. Dennoch, wir müssen weiter. Token von der wichtigen Mission berichten, die wir einstellen, Pokémon. Wir uns die Rapstar. Muss ich zugeben, sind ja echt geile Namen teilweise. Can I help you? What's this? Oh, the owl stick the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Alles klar. Das ist dann Nummer 2. Aber warum muss ich jetzt zurück zu Cartman? Das werden wir wohl gleich erfahren, denke ich. Na, was sagst du jetzt? Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Will ich auch hoffen. Pfefferspray, wie so ein Mädchen. So. Dann gucken wir mal zu Cartman, was uns der zu sagen hat. Well, soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the Stick of Truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. We have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Was? Ich? Aber... Dragon Shout? Aber warum ich? Okay. You fight well, Douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle.
I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... dragon shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. Okay. My god, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but, dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shouts. From now on, it will be easier for you. Das scheint wichtig. We will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Zu sein. Rekrutiere Craig. Geh zur Schule. Can't talk. Need to practice. Gross. Gut, wie mache ich dann jetzt hier den Dragon Shout? Drachenschrei. War Drachenschrei auf E? Nee, wo war Drachenschrei? Ich würde behaupten, das kommt noch auf. Also. Ich muss jetzt zur Schule. Das heißt, am schnellsten wäre ich hier. Timmer! Jetzt hast du zwei Begleiter, die dich auf deinen Abenteuern begleiten können. Drücke P, um zwischen den Begleitern zu wechseln. Ich mag Pathos. Irgendwie, ja, ich kann es kaum glauben, aber ich mag Pathos. Was für eine epische Musik. One time I got the worst nugget behind that building over there, it sucked. Findest du das auch noch witzig, oder? Was ist denn da? Ach, da kommt man wohl nur um die Autos rum. Gesundheitstrank. Sehr schön. Muss ich jetzt echt P drücken, damit das hier verschwindet? Benutze Q, um zwischen aktiven Begleitern zu wechseln und Leertaste, um einen neuen Begleiter zu wählen oder einen aktuell aktiven Begleiter zu verwerfen. Okay, je nachdem. Ah, sehr schön. Ah. Dude, did you shit your pants? Ich glaube, hier am Teich gab es auch noch. Hier muss ich ja noch mal hin, glaube ich, für Schweinebärmann. Da du jetzt gelernt hast, wie man den Drachenschrei benutzt, kannst du... Ich sollte schneller lesen. Versuch einfach mal. Ach, ich brauche Mana dafür. Mal sehen, was können die alle? Feuer, Feuer, Feuer.
greife ich mir mal den Typen hier. Das ist dran und holt sich den da. Zumindest fast. Nicht für lang. Hau rein, Butters. Fast. Peng. Voll ins Gesicht. So. I got beat up one time over there by that tree. Alles klar, was das? Ja, gut. Ich wieder was angebracht. Ich wusste, dass es hier ist. Was haben wir denn hier? Ah, noch ein Kind. Sehr schön. This place is dark and scary. What if you never found me? Wärst du verhungert? Jämmerlichst verhungert. Kindergartenkinder. Ach, wieso? Ich will doch nicht zur Kirche, ich will zur Schule. Hallo. Hätte ich eigentlich gleich hier zur Kirche hingekonnt, dann einfach hier lang. Ich glaube, ich wäre noch schneller gegangen. Naja. Wie dem auch sei. Wir sind hier, wo wir hin wollten. Dann gehen wir mal. Craig? Craig, this is detention. Okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar and I'm a level 6 thief and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker and you're in detention. Now start doing your homework, okay? I've got all the doors sealed and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? War er nicht ein Level 12 Dieb, laut Cartman? Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. Das ist mir sowas von Schnuppe. Mal sehen, schwach gegen Feuer. Das höre ich gern. Ehrlich? Tun Sie das? Oh, God damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Careful, douchebag. This dungeon holds many secrets. For centuries, these halls went unmonitored. But then the evil overlord Mackie rose an army of gingers to protect his precious after-school detention. Now these minions lurk the halls, terrorizing and suspending the innocent. Rotschöpfe? Oh nein! Keine Rotschöpfe! Alles nur, bloß keine Rotschöpfe! Also schön, wir sind also jetzt in den Dungeon eingedrungen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bin Saftsack, das ist Sensalon. Ich sollte es echt mal umgewöhnen. Bis dahin und ciao, ciao.